Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade draußen schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für dich Janitor Bleeds und wir starten sofort das neue Game. Auf geht's! Es ist so ein bisschen degraded irgendwie. Es hat so einen leichten PlayStation 1 ROM-Look irgendwie. Und wir schauen mal, was das so wird. Der Benny hat es mir hingepackt und deswegen spielen wir es jetzt. Na toll. So, okay, wir kommen zu uns nach einem Autounfall. Und schauen wir nochmal. Haben wir den Find Help? Okay. Haben wir irgendwie eine Flashlight? Irgendwas? Nö. So, dann kann man jetzt höchstens mal da vorne hin. Ich würde mal so Richtung Licht gehen. Es ist schon, es ist wirklich ein bisschen PlayStation 1 mäßig. Ich habe die PlayStation 1 geliebt. Sie war so schön. Eine tolle Konsole. Aber hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Hallo? Und das ist der Pylone des Undurchdringlichen. Hier kommen wir nicht durch. So, okay, so. Okay. Was ist das? Zwei Städten da? Kommen wir da hin? Das ist ein Zelt und ein Auto. Kommen wir da hin? Hier ist die Leitplanke. Schauen wir nochmal. Ein Zelt. Wer campt denn hier? Oh, da ist duster hier. Meine Fresse. Ah, we got a flashlight. Nice. I woke up in my car, having crashed into a rock. I must have been heading home. Luckily I still had the gear from last week with me. No way I couldn't climb back on the road with my busted leg. Something is definitely wrong here. That damn light. Maybe I can't resist. It's called one more night. Okay, gut. Ja. Ebenfalls ein Auto und verjagt hat Gott sei Dank ein Zelt bei gehabt, kam aber nicht weit wegen seinem. Was ist denn hier? Wir hatten schon das Rotlicht angelassen. Was ist los hier? Mitten in den Wald spazieren oder was? Ja, hatte einen Unfall. Wir brauchen nur den. Ging nicht gut. Er kam nicht raus. Aber er hat noch sein Zelt bei ihr. Weil die Moni geholfen hat. Ey, es ist so fucking duster, Alter. Warum sind denn die Taschenlampen in dem Spiel immer so scheiße? So als gewesen sind so eine 2 Watt Birne da vorne drin. Keine LED. Glühbirne. 2 Watt. Oh. Oh. Ja, nö, dann lass uns doch mal hier schön in die creepy Kanalisation krauchen. Schön. Hier werden wir auch Hilfe finden. Alter, wer macht denn? Das ist auch so. Auf einer Skala von mache ich definitiv nicht. Bis, ja klar, ist das allererste, was ich machen würde. Wenn ihr einen Autounfall habt und ihr wollt Hilfe suchen, würdet ihr oder würdet ihr nicht in eine Kanalisation krauchen? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr entscheiden würdet. Also, ich spoiler mal, ich würde es nicht tun. Und ich hab's gerade getan. Was für ein Shit. So, wo bin ich hier? Pass Control. Alles klar. Gut, mit Control können wir crouchen. Oh, wir können uns ja hinlegen. Ja, das ist doch geil. Schön. Mhm. So leichte Silent Hill Flashbacks. Du kommst quasi in die Stadt durch so einen Tunnel. Schön. Okay. Also man hat es, glaube ich, auch schon so ein bisschen so auf Steam, auf den Bildern gesehen. Es ist eine Spielhalle, in der wir uns irgendwie bewegen. Und man soll wohl sehr viel mit Automaten irgendwie interagieren.
Das ist jetzt so erstmal alles, was ich weiß. Lass uns mal überraschen. Also die Autos parken aber auch so, als das sieht mir nicht so normal hier aus, Freunde. Seid so wie es ist. Sei denn, es ist... Nee, das zeige ich jetzt nicht. Das ist eventuell ein Randgruppenparkplatz. Okay, können wir reinkrauchen? Das haben wir getan. Wir sind drin in Hemos Arcade. Mhm, das ist aber schön. Oh, was haben wir hier? Eine Münze, wir haben eine Münze gefunden. Ja klar, wir werden Münzen wahrscheinlich brauchen, um überhaupt mit den Spielautomaten agieren zu können. Interagieren zu können. Zack. Investigate the Arcade. Okay, machen wir das. Also Spielerhallen sind schon immer geil gewesen irgendwie. Also ich habe sie geliebt als Kind. Und zwar, wir hatten aber auch leider... Oh, hier ist noch eine Münze. Wir hatten bei uns in der Nähe nicht unbedingt so eine Arcadehalle. Aber dafür, da wo ich als Kind mit meinen Eltern immer in die Sommerferien gefahren bin, da gab es so ein Ding. Mann, hab ich sie liebt. Mann, hab ich meine Eltern in den Ruinen getrieben, weil ich denke, ich bin hier nochmal irgendwie das Ding hier fahren. Also gerade hier sowas hier mit dem Motorräder, sowas fand ich immer geil. Wo ist das? Wo haben wir das? Hier. Sowas fand ich immer total cool. Total, man ist der letzte Pappen auf den Dingern irgendwie. Man kommt doch nicht besonders weit, weil man eigentlich nur auf diesen geilen Motorrädern sitzen will. Wie ist es denn bei euch irgendwie? Seid ihr früher, ja, fragt, natürlich seid ihr bestimmt auch gerne in solchen Arcade-Hallen gewesen, aber welche Spiele habt ihr gespielt? Space Harrier? Das war so ein ganz bekanntes und sehr, sehr beliebtes Spiel gewesen, tatsächlich. Ja, sowas fand ich hier mal irgendwie komisch. So ein Kirmesquatsch hier irgendwie. Bälle drin werfen. Oh, Ball. Gib ihn mir. Mit diesem Kuscheltier würde ich mich gleich viel sicherer fühlen hier. So, ja, grundsätzlich habe ich jetzt aber noch keinen Automaten gefunden, mit dem man jetzt hier interagieren könnte. Oder? Hallo? Hallo? Oh. Wir haben einen grünen Schlüssel. Lass mich raten. Grüner Schlüssel schließt grüne Tür auf. Okay, cool. Ist das ein Zettel? Almost done with my first week here at Hemos. I came here at all the time when I was a kid. So the feeling was pretty surreal. Everyone's been really nice, but Ryan. He stopped tending to the cafeteria, spending all his time in the main hall instead. The others have heard him whisper some nonsense like, "He's seen the light, and we will all be covered with sheets." I'm not sure what the problem is. Ja, das weiß ich auch nicht, was sein Problem ist. Ryan, sorry. Oh, Münze. Können wir hier ran? Ja. Oh, okay, alles klar. Wir haben jetzt erstmal gerade den Strom angeschaltet. Der war ja nicht an, oder was? Doch, oder? Der war doch an. Also, die Lampen waren jetzt nicht an, aber... Das Neonzeug? Ah, ist ja auch egal. Der Strom ist jetzt an. Yeah! So, hier haben wir eine Tür. Locked. Kann das vielleicht sein? Grüne Tür, grüner Schlüssel. Rote Tür, roter Schlüssel. Oh, eine Musik. Which music is this? Music is what I'm living for. Kommt mal her. Aber da hinten war doch jetzt nichts weiter, oder? Wir gucken nochmal. Hier so. Hm, was fliegt denn jetzt hier rum? Eine kleine Fliege. Kann man hier hin? Hier kann man hin. Kann ich das hier... Nee, kann ich kaputt machen, oder? Nee. Steh mal auf. Kann ich hier drunter... Ach, hey. Ach, guck mal, kann ich hier unter den Tischen durchkriegen? Ah, das ist ja nice. Okay, und schon bin ich irgendwie gleich im Modern Warfare. Okay, cool. So, dann schauen wir nochmal, wo die Mucke herkommt. Ein Klo? Guck mal, hier hinten war ja auch noch eine grüne Tür. Yeah! Okay. Und Schlüssel? Schlüssel ist jetzt weg. Do not play? Okay.
F for use, 3 Coins. Hammer, machen wir. Hä? Ist gut. Ah, erstmal Coin einwerfen hier. 1, 2, 3. Ready, cool, alles klar? Let's do it. E for play. Level 1. Ah, nice, Alter. Schön C64-Grafik. Ja, wir sind anscheinend hier eine Putzkraft. Ein Hausmeister. Oh, Level 1 von 2. Und wir müssen hier direkt wegmachen. Ach, wie einfach geil die Games damals noch waren, ey. Können wir jetzt hier hoch? Ja! Und nun? Nächster Level. Ah, hier. Noch mehr Dreck. Muss ich wegmachen, Gottwitschen! Level 1-3. Ja, da wird der Dreck hier schnell weggewischt. Oh, wir haben hier. Hallo? Hallo? Was fandet? Okay. Pick up the key. Ach, geil. Und use. Yeah. Was? Gib's dem Drecksack. Level 1? Fragezeichen. Was ist denn das jetzt? Irgendwas sagt mir, dass wir das Glück nicht rauslassen sollen. Okay. Hier drüben wird noch was sein und wahrscheinlich der Schlüssel. Nee. Nö? Wo ist der Schlüssel? Oh, jetzt ist es offen. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Aber ich möchte das nicht rauslassen. Fick doch am Arsch. Sieg doch gleich. Komm doch hier nicht weg. Und nun? Hallo? Kommst du raus? Oder muss ich rennen? Ich glaube, ich muss rennen, wa? Turn the power back on. Okay, alles klar, ne? Das ist ja schön. Das ist ja schau. Oh. Münzo? Was ist denn los? Warten. Hallo? Ja, sag doch dir nicht, warum einfach. Was ist denn, bin ich jetzt hier nicht mehr alleine oder was? Rote Leuchten aus dem Welt. Investigate the light. Nee, mich ich nicht. Ah, kick mal hier. Kick mal, sei da durchgegangen. Toll. Na super. Schön. Okay, dann krauchen wir mal in den Lüftungskanal. Wie schön. So. Setzt leichte metallische Solid Musik ein. Oh, ein anderer Automat. Jedes Mal habe ich Flashbacks von Metal Gear Solid, wenn ich in einen Lüftungsschacht krieche. Jedes Mal. Das hat mich so geprägt. Von der Grafik identisch. Warum sind hier überhaupt Büchsen? Warum liegen hier Büchsen im Lüftungsschacht? Wie kommen die hier rein? Was hör ich hier? Für die Faucher und die Knurre. Hey guys. Find a way out, okay. Oh, Mütze!
sah das? Ist das Licht vom Fenster? Oh ja, da ist irgendwie... There is the light in front of the window. Warte mal, hier ist noch ein Zettel. It has been a difficult couple of years. Whose idea was it to start and make a business in a local like this? At this rate, we won't last more than a couple of months. I might have found a solution. I came across a strange brochure about an old arcade cabinet for sale. One of a kind, it said. I had a strong urge to order the cabinet, as expensive as it was. All ordered the posters for this janitor game. Whatever it happens, this will be the last hooray of Hammer's Arcade. Ja, okay, na klar. Das haben wir nicht gekauft, das Ding. Mit diesen komischen Janitor-Automaten. Okay, wir müssen anscheinend hier wieder... Yeah! Erstmal hier die Münze einsacken. Und... Oh, noch eine Münze. Die Fauch hier, ey, Wahnsinn. Eine gelbe Tür. Wir brauchen also einen gelben Schlüssel. Yellow Key. Haben wir eigentlich eine Batterie, die hier schlapp macht? Von dieser kleinen Taschenlampe? Scheint nicht so. Okay. Eins. Wie viel brauchen wir? Zwei noch. Ready. Und F for use. E for play. Level Office. Und der Putztag beginnt von neuem und ich mache hier alles sauber. Das ist mein Beruf. Okay. Okay, der Schlüssel ist von mir. Ah! Nein! Tot. Warte mal, locker, mach locker, Junge. Okay. Die Frage ist jetzt... Okay. Die Säcke sind alle weg. Also der Dreck ist weg. Oh, das ist aber wirklich fies gemacht, ey. Kommt der Monster jetzt hier nochmal? Map. Also wir mussten es anscheinend erstmal freilassen. Scheinbar mussten wir hier sterben. Nice! Das ist doch eine coole Idee. Das ist ja mal eine coole Idee. Sehr schön. Und wir haben den Schlüssel für die gelbe Tür. Aber können wir noch irgendwo... Können wir noch mehr finden? Da muss doch mal Hausmeister Krause nochmal los hier. Nee, tatsächlich nicht. Schau dir. Aber das ist natürlich ein cooles Prinzip, ne? Also über die Spielautomaten findest du etwas und du kannst es hier im Real Life benutzen. Okay, es gibt also noch mehr gelbe Türen, von uns eine rote Tür. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, wo dieses Licht ist. Hier ist rote Tür, hier kommen wir nicht durch. Nein. Manager Office und das Warenhaus. Das Warenlager. Gehen wir nochmal da an. Wo? Wo? Wie? Wo? Wo? Wie? Ich weiß ja mal nicht, ist das irgendwas, was man. Wird das einfach nur getriggert irgendwie? Ist das eine. Geskriptete Sequenz, der man jetzt einfach bloß irgendwie ausweichen muss? Oder. Ist jetzt tatsächlich etwas, mit dem man agieren muss irgendwie. Also dem man jetzt tatsächlich... Wie sagt man denn? Benny sagt immer so, was man outplayen muss irgendwie, ja? Was man umgehen muss. Naja, wir werden es rausfinden. So. Teddy! Okay, alles klar. Ich schätze mal, wir müssen hier durch die schmale Suppe. Rote Schlüssel haben wir nicht. Nein. Rein damit dir.
Sachen krauchen? Na, 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 na. Oh, da hört er schon wieder, einen Automaten. Da haben wir schon wieder einen Automaten. Komm hier raus. Hallo? Hallo, Sir? Nee, guck mal nicht. Wir können es auch nicht aufbrechen, ne? Eh, nix, nee, nur steht. Aber da sah mir dann wieder das Warenhaus aus. Vielleicht kommen wir da jetzt gleich raus. Im Warenhaus. Vielleicht Lager. Ja, ja, das sieht so aus. Creepy, creepy. Ich sehe schon. Das sind zuerst mal so Baumklatscher. Kann man machen. Why not? So, hier sieht noch eine Münze. Die grabschen wir uns erstmal. Jump Frog. Ah, Frogger. Na, schöner Ding. So, hier vorne haben wir einen Automaten. Haben wir noch irgendwo. Ah, hier haben wir noch eine Münze. Na, los! Und hinstellen. Hier vorne sieht man eine Münze. Hier ist eine Münze. Na Mensch, hier wimmeln uns aber von Münzen. So, okay. Eins, zwei, drei. Level Warehouse. So. Den ersten Haufen Schmutz beseitigt er mit Leichtigkeit. Der zweite stellt auch keinen Hinweis für ihn dar. Und dann gehen wir mal raus hier. War nicht gerade. Hallo? Mach weg! Nee, mach weg! Oh, das ist ein blöder Staubfluse da. Total erschrocken. Damn. So, okay. So, irgendwo, da ist noch... Oh, was ist das? Was ist das? Oh, das ist das. Die Schippe? Oder was? Ja, aber das ist halt... Na und? Ist, ja, jetzt ist es weg. Aber das ist der Klassiker, ne? Irgendwie so C64. Ne? Es, letztendlich, man konnte nicht wirklich erkennen, was das ist. Ich kann es jetzt noch nicht mal erkennen. Ein Schraubenzieher! Na klar, hätte man ja auch sehen können, bei den drei Pixeln. Nice. Und wir haben den Schraubenzieher. Für... What? Können wir jetzt damit das Gitter aufpopeln? Was? Ah, okay, alles klar. Wir müssen ganz schnell dran rumruppeln. Können wir die Tür aufmachen? Nee. Sieht doch rot aus. Okay, da brauchen wir einen roten Schlüssel für. Ist hier noch eine Münze irgendwo zu finden? No. Before the fall. Oh Mann, Alter, ich will so ein Walhahn. Der ist so süß. Für ein Kind, nicht für mich. So, okay, was haben wir hier? Kringel an der Wand. Und ein Zettel. I think I'm slowly pieced together what happened here. I barely managed to avoid the entity. I'm not the first one that has stumbled into this place, nor will I be the last. I don't think the entity is what's truly behind all of this. It's just a figment of what's bleeding through the janitor into this world. Ja, okay, ist nicht der Einzige, aber wird nicht der Letzte sein, irgendwie was über diese Automaten, über dieses Janitor hier in diese Welt kommt. So, okay. Jetzt geht's nach oben. Und hier ist eine rote Tür offen. Das ist aber auch offen. The roof, Alter! The roof is on fire! So ein bisschen blöd, dass ich nicht springen kann. Also halt. Ja, theoretisch könnte man sich jetzt schön verpissen. Ich habe zwar immer noch keine Hilfe gefunden. So wirklich. Aber ich glaube, die werde ich hier auch nie finden. In diesen komisch spuckenden. Find a way across the roof. Okay, alles klar.
zu. So, da vorne kann man lang. Oh, was ist da? Da liegt eine Münze. Ich will sie. Mein Schatz. Das Gold. So, aber immer zur Not in Richtung Licht laufen. Licht ist unser Freund. Wie in so vielen Horrorspielen. So, Teddy. Zur Not auch dahin, wo Teddy ist. Können wir uns eigentlich so eine Sprühdose grabben? Oh, warte mal, Moment. Aha. Oh, da ist eine Münze. Komm hier hin. Okay, Lichtmüll. Kommen die ran. Kann ich hier hinter? Kann ich hier rücken? Ah, ja. Tja, wie geht das jetzt hier hin? Also tendenziell würde ich halt sagen, dass so, okay, alles klar, geht also bloß in eine Richtung. Warum bist du denn so langsam? Oh, Bauarbeiter Teddy. Was denn jetzt? Was war das jetzt? Hat er einen Teddy gefunden oder was? Hä? So. Und noch einen zweiten. Ah, ich habe jetzt noch einen zweiten Schraubenzieher gefunden. Warum einen zweiten? Also krauche ich wieder raus. Na gut, dann muss es einen anderen Weg dorthin geben. Schauen wir mal. Auch hier. Schön immer Richtung Licht. Hier ist auch noch rein. Okay, dann nehmen wir es hier. Ja, nie gut. Ah! Was ist das? Nein! In die Richtung! Nein, Mann, nein! Ah, fuck! Oh. Ah, du hast mir gewalzt. Scheiße! Okay, alles klar. Ah, das ist aber blöd. Das war doof. So. Also. Jetzt muss ich mich nochmal kurz... Wie war das jetzt? Warte mal. Oh Mann. Oh, mach schnell. Mach schnell. Beeilung, Alter, Beeilung. Beeilung! Oh, da kommt die Wurst! Da kommt die Wurst! Ja. Okay. Ah, jetzt sind wir am Automaten. So, hier noch die Münze. Schabumsk. Achso, hier können wir nicht durch. Hier ist auch noch eine Münze. Give it to me, baby. So. Und eins. Überall drei, ne? Zwei, drei. F-Fuse. Play the roof. Oh! Trink der Bier aus. Los, trink der Bier aus. Oh, das war noch nicht. So, hier ist noch Müll zu beseitigen. I'm the man. It's my job. It's a job for cowboy. It's a job for janitor. So, Tür ist offen. Wir gehen mal durch. Bier! Hat bestimmt kein Bier ist. Sondern einfach nur Müll, wa? Ah, ich glaube, wir haben jetzt diese ganzen Müllhaufen beseitigt. Could it be? So, dass wir da durchgehen können. Weil ansonsten würde ich jetzt auch, glaube ich, hier nicht mehr zurückkommen. Okay. Ja! Okay, cool, cool, cool. Die Frage ist jetzt, wo war der nächste Müllberg? So, genau, hier kommen die... Das muss ja hier vorne irgendwo sein. Das Problem ist auch, ich habe jetzt nur noch drei Münzen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo verrecke in irgendeinem Spiel hier, wäre das ganz blöd. Tatsächlich muss ich jetzt hier wirklich ein bisschen so nach den Münzen schauen, irgendwie, weil ansonsten ist hier Ente ein Trend hier. Wie als kleines Kind stehst du mit leeren Händen da, mit leeren Taschen und sagst, das kann ich gar nicht mehr spielen. So, hier ist der nächste Müllberg. Den müssen wir irgendwie wegzocken. Nicht, dass man ihn einfach anhebt und einfach beiseite räumt, nein.
Man muss einen Automaten finden und das wegspielen. Hier ist ein Automat. El Automato. Aber, ne, kurz nochmal geguckt. Münzen, Münzen, Münzen müssen sein. Nö. Nichte. Schade. Gut. Dann mal ran an den Automaten. Und können wir gut spielen? Was ist los? Ach, wir können gleich ran. Ach, das ist ja nice. Das ist ja cool. Ja, dann mal hier. Ganz schnell mal den Müll beseitigt. So, hier nochmal schnell. Ah. Ist nichts. Okay. Na nü. Warum ist denn hier die Tür noch offen? Also, warum ist die Tür zu, nicht offen? Okay. Guck mal, hier vorne, hier ist jetzt noch der Müllberg. Aber hier vorne, hier können wir jetzt hin. Interessant. Na, auch hier nochmal schnell geguckt. Schubidubidu. Wollen wir hier keine Münze vergessen? Was wir bestimmt schon haben. So, sehr schön. Okay, ran an den Automaten. Geil ist halt wirklich, dass damals echt Spiele existierten, die dieses Spielprinzip hatten. Ja. Oh, scheiße. Ah, guck mal, ich bin doch von hier gekommen. Hier, da, bumm, da war der andere. Nice, jetzt, the door is open. Entferne den Müll. Klimper, klimper. Und that's it. So, völlig unnütz, zu dem Automaten zurückzulaufen, aber wir sind dann ordentlicher. Janitor. So, okay, alles klar. Jetzt kommen wir hier durch. Und hier ist the next Janitor-Automat. Münze, 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 Münze. Keine Münze, Münze mehr hier. So, F-Use. Wie lang? Oh, das ist aber ganz schön groß hier, Freundchen. Das ist aber groß. Krass. Eine knallende Schepper hier oben, ey. Okay. Das war's. Grundsätzlich ist jetzt nur die Frage, was hat jetzt hier gerade so geknallt? Wo? Scheiße. Ist das Licht jetzt hier irgendwo oben? Ah! Oh, geht mal hier. Aha. Aha. Muss ich jetzt hier runterspringen? Scheinbar, ne? So. Look for a way out. Okay, alles klar. Oh, hab ich. Oh, bin ich jetzt so stark. Oh, ah, Mist. Die rote Masse ist hier und ich habe mich anscheinend ein bisschen verletzt hier beim Sprung gerade. Ne. Warte mal, hier. Ja, hier ist eine Münze. Hier ist eine Münze hier, meh. Die holen wir uns. Miep. Gangster. So, hier kann man nicht. Das ist die Main Hall. So, oh, hier haben wir noch ein bisschen Cash. Cash, Cash. Da jetzt zum Warehouse. Münzen, Münzen. Oh, also hier. Oh, schöne Ding. Komm, erstmal hier einen Kaubonbon ziehen hier. Den Juten von Hitchler. Letztens stand ich in so einem Drogerieladen, ja, nehmen wir mal so Drogerieladen einer Kette, und da gab es wirklich noch diese Kaubonbons von der Firma Hitchler. Und ich musste mich wirklich mal hart fragen, irgendwie, wie eine Firma so lange, sag mal, in der Nachkriegszeit mit diesem Namen aktiv sein kann. Also er ist ja schon
Hitchler. Finde ich schon irgendwie krass. Also, ne? Hat ja nichts damit zu tun, wie jetzt die Ausrichtung dieser Firma ist. Sie hat ja jetzt nichts damit zu tun, aber ist halt schon. Ich glaube, die haben sich jetzt auch umgenannt in Hitchy oder irgendwas. Aber kennt ihr wahrscheinlich alle noch. Hitchler. Also. So, gelbe Tür, aufgeschlossen. Und der gelbe Schlüssel ist weg. Das heißt, alle gelben Türen sind offen. So, jetzt habe ich auch genug hier rumgesülzt. So, okay. Ich würde mal sagen, in die rote Suppe darf ich hier nicht reintreten. Cool zu. Mit, nee. Wow, wow, wow. Okay, also das rote Licht ist hier immer noch am rumwurschteln. Und bin ich ja hier schon gewesen. Also eigentlich theoretisch dürften ja jetzt keine Münzen mehr hier liegen. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Weit. Oh nein, kommt der jetzt hierher? Kommt der jetzt hierher? So eine Münze. Oh shit, oh shit. He's here, and I am not fear. Ich hau einfach, ich verpiss mich einfach. Hab ich ihn jetzt, hab ich ihn noch am Hacken? Kann ich die zumachen? Mann, no! Ich krieg da drin. Wie kannst du mir nicht machen? Weg. Oh, du musst jetzt mal einen zitrigen Schluck Kaffee trinken. Ey, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich den jetzt da die ganze Zeit da draußen am Hin- und Her watscheln habe. Bitte nicht. Mann. Mann, du! So. Musik beruhigt sich, ich würde sagen. Nö. Ja, aber nu, jetzt sind wir hier. Ein Schraubenzieher haben wir, aber das war's auch irgendwie. Ein anderer Schlüssel wäre mal ganz geil. Rote Schlüssel. Rote Schlüssel. Aber wo? Aber wie? Die war vorhin nicht offen. Na denn? Drei Münzen drin. Auf jetzt. Alle beim Inhorn. Ah, ein weiterer Tag. So. Schmipp, 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 schmipp. Weggeputzt. Weggeputzt. Und. Ihr ratet es. Okay. 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 Wieso? Wieso? Warte mal, ich guck mich hier mal ganz kurz nochmal in der Ecke um. Man weiß ja nie. Aber der Raum hier nebenan sieht jetzt anders aus. Oh, scheiße. Nein. Nein. Nee, hier ist nicht. Okay.
Okay. What? Was ist denn dit? Ach, hier kann ich... warte mal. Ah, nice. Hier kann ich was ins Spiel integrieren. Okay, alles klar. Okay, dann brauchen wir einen Schlüssel. We need the blue key. Glaube ich. Würde ich mal so sagen. Großartig. Blood Arcade. So, okay. Rote Tür, kommen wir nicht durch. Oh, das ist nice. Warte mal. Ah, schön. Schön. Okay, gehen wir mal ran. Wahrscheinlich können wir ihn hier finden, hoffen. Jawoll. Rup. Haben wir. Materialisiere ihn. Und wir haben den blauen Schlüssel. So, jetzt gehen wir an den anderen Automaten. Und packen da den blauen Schlüssel rein. Und weg ist er. Oh, und wir haben den roten. Wir haben den roten Schlüssel, Freunde. Das ist natürlich geil. Gab's überhaupt eine blaue Tür? Eine blaue Tür gab's ja nicht, wa? Okay, alles klar, wir haben den roten Schlüssel. Und die Tür hinter uns ist auch weg. Das ist gar kein Problem für uns. Holy shit. So, okay. Oh, da weiß ich hier. Hallo? Ja, hallo? Oh, nicht so schön. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, krass. Oh, das ist so richtig geil, Silent Hill 1 Style hier irgendwie. Wunderbar. Oh, scheiße. Scheiße. Gottes Willen, ey. So, auch hier können wir wieder was einfügen. Mach ich aber nicht. Guck mal jetzt erstmal. Was passiert, wenn ich hier ein bisschen aufräume erstmal im Spiel? Erstmal den Müll wegmachen. Die Alarmen sind ausgegangen. Find the blue key to unlock secret in the main hall. Okay, alles klar. Oh, okay, alles klar. Die normale Halle ist über uns. Das habe ich doch auf dem Dach schon mal gesehen hier. Das zum Wohl. Und hier auch nochmal. Ja, und hier. Okay, alles klar. Wir brauchen. Irgendwas müssen wir fünfmal aufmachen. Dreimal aufmachen. Na gut, okay. Also, wir haben jetzt erstmal den roten Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel kommen wir ja schon wieder durch ein paar Türen, durch die wir vorher nicht kamen. Zum Beispiel hier. Probieren wir nochmal. Klack. Hallo? Was ist das? Das ist nichts. Hallo? Oh, und alle sind jetzt so bloody, ey. Oh no. Okay, hier war gelbe Tür. Hier war ja keine weitere Tür drin. Nee, war sie nicht? Nein. Nö. Aber hier ist noch eine Tür. Und die schließen wir natürlich auf. Ah, okay, alles klar. Hier sind wir im Sicherungsraum. Gut. Dann würde ich mal probieren, irgendwie aufs Dach zu kommen. Weil auf dem Dach war ja auch nochmal eine rote Tür. Also so eine Gittertür mit rotem Schloss. Und die würde ich natürlich gerne erstmal öffnen. Vielleicht kommen wir da jetzt weiter. Ah. Ich für unautorisiertes Personal. Ich bin natürlich autorisiert. Oh, was haben wir hier? Eine Münze. Take it. Yes. Hier vorne war auch nicht. Oh, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. So, hier vorne haben wir auch noch eine. Take it. Neune, gleich können wir wieder keine mehr nehmen. So, schauen wir erstmal hier oben nochmal. Ah, okay. Hier haben wir nochmal Müll. Und hier ist die
die Münze. Alles klar. So, dann gehen wir mal den Automaten ran. Frag dich, was wir jetzt hier auch einsetzen müssen. Eins, zwei, drei. Ready. Roof Cage. Oh. Ah, okay, alles klar. Vielleicht sollen wir einen Feuerlöscher finden. Haben wir irgendwo einen Feuerlöscher gesehen? Aber nicht, oder? Checks is out. So, na hier könnte man noch vielleicht noch irgendwie so ein Ding finden. Was ist ein Zettel? I just had a strange day. The address where we are supposed to pick up the so-called cabinet led us to an empty street, where the machine was sitting alone, covered by a sheet, not a soul in sight. The check was already in the mail, so we lifted the cabinet into a truck and headed back to Hamos. I couldn't get the game out of my head. During the drive, I felt like the machine was stirring at the back of my neck. The machine is installed in the main hall. I don't know if I should be happy or scared. Ja, okay, alles klar. Er sollte so einen Automaten ausliefern und... Er hatte irgendwie Schiss. Sauna, das Spiel. Na, was ist... Oh, mein Aufguss! Weia, wir kommen noch mal wedeln. Alter, Sauna, das Spiel. Das lasse ich mal jetzt so stehen. Das lasse ich mal jetzt so stehen. Großartig. Oh, was haben wir da? What is this? Nice, blauer Schlüssel. The entity seems to try everything to prevent me from finding this key. There must be a good reason for it. The key feels strangely heavy in my hand, like it's trying to guide me somewhere, pulling me forward. The very center of this place. Okay. Is this? Nein, nein, kommt er jetzt? Oh, scheiße. Oh, das ist jetzt so eine Hide-and-Seek-Nummer. Oh nein, bitte nicht. Hinten. Oh, da hinten. Nee, das hat mir jetzt was gebracht hier. Super. Schön. Ganz geil. Okay, alles klar. Also bis jetzt kann ich tatsächlich noch nicht so wirklich sagen, wie er läuft. Okay, also er läuft hier vorne rein. Dann geht er nach vorne zum Zaun. Dort steht er. Und kommt wieder hierher. Also wenn er jetzt hier steht. Ich wage zu... Ah, ich habe auch wirklich null Zeit, um jetzt hier rauszusprinten, oder? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Taschenlampe anmacht. Sieht er mich dann? Der Videospiel Dämon? Alter, die Zeit ist ultra knapp irgendwie, wenn der jetzt hier steht. Okay, aber wir probieren es. Okay, er hat mich einfach rausgezogen.
und mich fertig gemacht. Das ist ja toll. Ja, das hat nicht so funktioniert. Shit. Ah, don't see me, my friend. So, denn es läuft doch auch nicht mehr los. Yes! Nein! 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 Nein, das ist doch scheiße. Wir sollten jetzt aufs Dach kommen. Ah, so ein Kack. Scheiße. Ich komm doch nur über die Leiter aufs Dach. Oh, damn. Das ist ein... Der Müllärm hat jetzt da vorne nur rum, oder was, wa? Okay, er läuft rein. So, dann kommt er wieder raus. Aber da vorne, ist da vorne überhaupt eine Tür? War da überhaupt eine Tür? Ich glaube ja, ne? Wir probieren's. Wir probieren's. Yes, okay, alles klar. Haben wir. Okay, wir... Hat das jetzt was gebracht? Oh nein, jetzt ist der da! Okay, also wir müssen irgendwie in die Main Hall zurück und da den blauen Schlüssel benutzen. Die Frage ist halt nur, muss er nochmal aufs Dach? Also ich hab den blauen Schlüssel. Aber der blaue Schlüssel bringt mir oben auch nichts auf dem Dach, oder? Ich komme auch nicht aufs Dach, also. Ach Gott, ey. Shit. So, lass mal hier mal vorbeilaufen, in der Hoffnung, dass er auch vorbeiläuft. Mal hier einfach hinten in die Ecke rennen. Okay, er sieht mich. Das ist nicht gut. Nein, er ist da. Ah, lass mich. Scheiße. Oh no 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 no. Ja, das ist doch jetzt mir am Arsch, Alter. Scheiße, wollen wir nicht weg hier. Ah, John Klebig. Ach, ist doch Mist. Ey, wie soll ich den ihm hier abhauen jetzt? Ah, scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch. Was ist denn, wenn ich jetzt hier am Automaten bin? Kann er mich da? Kriegt er mich da? Ja, schade. Shit. Ah, so Mist. It's bad. So, blauer Schlüssel geht rein. Schnapp ihn hier, mein Kleiner. What? Investigate the arcade to break the barriers of the main hall. Okay, ich bin aber auch nichts jetzt hier. So, das hier kann ich hier. Kann ich hier nicht wegputzen? Nee, kann ich nicht. Schauen wir mal. The game itself isn't evil. Even though it seems to follow me inexplicably around the arcade, I can't shake the feeling the character and the game wants to help me. If I follow their lead, maybe there is a way to undo all of this. I hope by getting through this door, I
can find answers or a way to fight back. Tja. Also das Spiel an sich ist jetzt nicht böse und er glaubt tatsächlich, dass ihm das Spiel hilft. Aber, so, das Ding habe ich jetzt aufgemacht. Das habe ich jetzt aufgemacht. Aber es bringt mir nichts. Verdammte Scheiße. Ich habe keinen Feuerlöscher. Wenn ich jetzt rausgehe. Oh! Nein, ist wieder da. Gott, was ist denn das jetzt hier? Neuer Raum. Uha, du. Okay, da hinten ist ein spielbarer Automat. Was haben wir denn hier schönes? Sharks. Ach ja, das wäre da was hier für meinen Buddy Lars. Grüße gehen erstmal raus an dich, mein Bester. Ne? So, wir sind voll. Oh, warte mal. Oh, Mensch. Oh, ah ja. Das war natürlich auch immer geiler Automatenzug. Zwei Kniften dran, irgendwie du und dein bester Buddy feuerfrei. Hammer. Das, sowas hat immer richtig Spaß gemacht. So, okay. Wie gesagt, wir sind voll münzentechnisch. Die Abyss. Dann probieren wir es mal. Auch hier können wir was einsetzen. Eins, zwei, drei. Blub. Okay. Wupp. Tatsächlich hat dieses wirklich einfache Gameplay was ganz bezaubernd. Und it's here. Ach du Scheiße. Oh, das ist doch jetzt aber fuck, Alter. Das ist doch bitter. Hier. Aber wir sind draußen! Oder? Ja, das ist doch. Aber nicht so richtig. Scheiße. Oh nein, wir kommen da nicht raus. Doch, oder? Man klettert doch über die Müllscheiße hier rüber, Junge. Oh, ne, kann ich raus. Scheiße. Das ist aber auch blöd, ey. So, F2Use. Wen haben wir denn hier jetzt? Wo ist die? Taschenlampe. Oder? Ich würde mal sagen, it's the flashback. Oh, pick up. Also, Flashback, sondern Flashlight. Und? Use. Okay, alles klar. Ach, hey. Okay, alles klar. Müssen wir jetzt so durch, oder was? Plimpf. Okay. Gut, das hätten wir jetzt nicht mit der Taschenlampe auch so machen können. Wir hätten da jetzt nicht so einfach durchlaufen können. Cool. Nein, Alter. Ja, der Feuerlöscher. Komm, easy boy. Ja, du darfst natürlich anscheinend das Gekräusel hier ja nicht berühren. Irgendwie, weil ansonsten hätte man natürlich vorne schon schön durchrennen können. Aber, niente. So, okay. Wir holen uns natürlich unsere Taschenlampe hoffentlich irgendwie wieder. Problem. Ist das Glut? Können wir jetzt einfach... Ach, cool. Nice.
Time to fight back. Schön. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da immer gegen Monster kämpfen können, aber... Naja. Auf jeden Fall kommen wir so durch dieses rote Zeug durch. Und wir kommen damit auch auf das Dach. Back on the roof again. Yeah. So. Okay. Achso, da ist er. Gut. Dann würde ich sagen, setzen wir hier mal den wunderschönen Feuerlöscher ein. Die Sounds sind aber auch einfach Hammer. So, ich würde den jetzt einfach mal hier vorne wieder droppen. Ah, geht ja nicht. So. Und damit ist auch die Müllhalde hier vorne weg. Den nehme ich natürlich mit. Und jetzt lass uns doch mal schauen, was wir hier jetzt finden. The next key. Okay. So, ändert aber trotzdem immer noch nichts daran, dass wir erst 2 von 3 damit haben. Und selbst der ist noch nicht unten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir wieder... Besuch bekommen. Musik ist schon wieder sehr unheilschwanger. Oh, da vorne kommt er. Ey. Nein. So, ich hoffe, ich konnte ihn damit etwas foppen. Aber ich... Oh, sieht gut aus. Könnte gut aussehen. Es sei denn, er ist jetzt hier vorne wieder am Start. Okay, gut. So. So, nehmen wir uns mal den zweiten Schlüssel. Piep. Weg. Was endet da? Oh nein! Trapped. Oh shit. Oh nein. Ah. Der Schlüssel da jetzt noch dran? Nee, der Schlüssel ist jetzt weg, ne? Der ist jetzt integriert in das Spiel. Ach, der haut ja so automatisch gleich weg. Schön. Schön. Okay, also wir sind jetzt hier irgendwo gefangen. In the game. So, der ist aus. Und ich habe arge Befürchtung. Na klar, dachte ich mir jetzt schon so. Ach, du willst jetzt Strom haben, oder was? Okay, wir müssen die Taschenlampe einklinken. Und... Use. Oh, und nu, Alter? Oh, bitte... Oh, nee, Alter. Mist. Schade.
Okay, funktioniert leider so nicht. Wir müssen die Taschenlampe tatsächlich jetzt hier lassen. So, los, komm hier ran da, meine Ding. Und die Taschenlampe muss jetzt hier drüben hingepackt werden. Kein Problem. Auch das kriegen wir hin. Oh, shit. Boah, kommt da gleich so ein beschissener Jumpscare, Alter. Ich seh doch, komm. Ach nein, es ist ein Labyrinth. Zum dritten Mal müssen wir die Taschenlampe irgendwo hin positionieren. Oh! Oh, ey, mies! Miese Kiste! Miese Kiste, Freunde! Was ist, ey? Soll ich jetzt hier von. Eine Gänsehaut jetzt. Oh, wirklich unangenehm. We're online. Still here? Toll, aber das bringt mir aber auch ein Shit. Das. Sobald ich das nicht aufkriege, ist hier. Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade nicht so wirklich Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. So, einer muss noch zu öffnen sein. Aber die Frage ist. Oh shit. Oh shit. Wo? Wo bekomme ich jetzt den dritten Schlüssel her? Ah, aber guck mal, man kann jetzt hier. Oh. Oh, okay. 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 Ach du Scheiße. Oh no. No. Das ist ein großer Dunkel hier, ey. Ach, Emily. Ach, oh. Oh, 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 no. Keller. Der Keller. Ich möchte sagen, ich bin voller Freude. Ja, Teddy, da kannst du dich schon mal anschnallen. Ach, okay, mal, ihr habt euch einen kleinen Kino gebastelt oder was? Und? Teddy, kann ich dich auch noch nehmen? Oh. My only friend! Das ist schön. Schön, schön, schön. Ihr habt ihn aber wirklich ein bisschen Langeweile gehabt. So, okay, wie geht diese Platte runter? Wie geht diese Platte runter? Kann man sich hier hinsetzen? Nee, man kann sich hier nicht hinsetzen. Licht ausmachen. Bringt auch nichts. Wo ist der Trick? Alles klar, alles klar. So, dann laufen wir mal zurück und wir probieren mal einen anderen Ansatz. Wo ist jetzt Finn überhaupt zurück? Bumslan. Shit. So, okay. Hier waren wir. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. So. Schnuppeli-schnupp. There is the main hole. So, ja, vielleicht muss man ja überall irgendwie diese komischen Dinger wegmachen hier. Mal hier.
Hinfort! Oh, Glut! Oh, aha, 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 aha! Das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Da war noch ein Gitter. Das hätte ich natürlich so vorher nicht gesehen. Crouchen bitte. Hinlegen. Und losjuckeln. Ne, ne, ne. Und wir sind wo jetzt hier? Auf der... Auf dem Darm-WC. Okay. Kommt man denn hier? Teddy! Teddy! Nö! Oh Mann! Hör mal auf! Hör auf! So, okay, also scheinbar muss ich wirklich mit dem Feuerlöscher irgendwie einige Glutnester beseitigen, damit ich alles finde. Also quasi alle Lüftungsgitter. Geil. Können wir das hier eigentlich beseitigen? Ja! Oh Mann, ey. Da muss er auch noch drauf kommen hier, ey. Versteckt die Schweine. Na, steh ich jetzt hin. Da ist ein Lüftungsgitter. Hier ist ein Lüftungsgitter mit Akten. Komm mal machen. Kann ich das öffnen? Ja. Ist ein Scheiß. Ein Scheiß. So, und was mit dir? Kann ich da rennen? Moment. Was ist denn das? Ist das jetzt hier so eine... Ah, okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich verstehe. Ey, ich würde ja nochmal springen können. Was? Ach nee, ich muss hier durchkrauchen. Was? Ins Bücherregal rein gekraucht irgendwie. Schön. Das ist großartig. So. Da sind wir da. Ah, okay. Geht also gar nicht darum, dass wir hier reinkommen, sondern dass wir hier hinkommen. Da ist Teddy. So. Weg den Shit. So. Und wenn ich mich jetzt nicht recht irre, fehlt uns jetzt noch ein Teddy. Ein Lüftungsgitter, ihr Schweine, Alter. Kann man das denn bitte so verstecken? So, okay. Nice. Na, schön. Teddy-Symbol. Ja, hier kann man mal die Karre mal ein bisschen sauber machen. So, 1, 2, 3. Ready! So. Nein. 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 Oh, Teddy. Yeah. Jawohl. Wir haben den letzten Teddy. Schön. Dann bin ich aber jetzt gespannt, irgendwie, was da passiert ist. Oh, hier ist noch eine Münze. Die grabbeln wir uns. Gib her. So, okay, gut. Also wieder rein. Juckeln hier. Na, was ist denn los? Achso, du musst direkt draufstehen auf dem Gitter. Ansonsten geht da nichts. Nichts. So, okay. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt bei den Teddys draußen weiterkommen. So, na dann. Teddys. Oder auch vielleicht Gummibären. Na, 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 na. Jetzt müssten alle drei da sein. Ja, das Publikum und die Tür ist offen. Und was für eine Tür, Alter. Vault 111. Ich komme. Na, oh. Almost unbearable. Okay, scheinbar... Heile Teddy. Okay.
Noch größere Teddys. Was ist das? Finished Level. What? Was ist das denn? Aerial View. What? Okay, das ist die Spielhalle, so wie es mir ausschaut. Okay. Okay. Ja, scheinbar sind wir hier auf so ein kleines Easter Egg gestoßen. Demo-Layout. Okay. Scrap the Cade-Layout. Schön. Tja, und Herr Entwickler, sind wir zufrieden damit? Concept Pictures. Da. Okay. Ja, hat uns irgendwie nicht weitergeholfen, tatsächlich, glaube ich. Scheiße. Es war ein Easter Egg. Es war nur ein Easter Egg. What? Okay. Okay, cool. King Teddy macht dein Ding weiter. Oder hat er jetzt hier irgendwas gedroppt? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Ach, Mist. Tja, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass an der einen Stelle, wo ich gerade sagte, da hier müssen wir nochmal schauen, dass wir jetzt da weiterkommen. Ansonsten bin ich wirklich absolut planlos. Hier. So, Schnorrer schnell weggemacht hier alles. Info. Ich muss sagen, der Feuerlöscher ist wirklich sehr ergiebig. Gott sei Dank. Ansonsten, ja, schlecht. So, was haben wir denn da? Ja, hier waren wir auf jeden Fall nicht drin. Jackpot, Baby. Oh, schon ein bisschen neue Heli-Spiele. So, what should we do? 2, 3. Hall B. Ihr macht den Shit. Und wir haben den letzten blauen Schlüssel. Nice. Oh shit, oh shit. Der kommt mir jetzt aber nicht so gelegen. Komm, Junge, zieh, Junge, lauf, Mann, komm. Ah, ich kann nicht auslaufen, nein, kann man nicht. Oh, Scheiße. Na, komm, lass mich. Alter, mehr Schwein als Verstand gerade gehabt hier. Oh. Hallo. Ah, hau mal bloß ab da hinten. Schwein gehabt. So. Und auf geht's, mein Freund. Der letzte blaue Schlüssel. Oh nein, kommt der jetzt an die Schissen? Und Alter, warte nur noch. Oh, es wird trapped hier, oder? Oh nein. Gott.
Mann, wie kann man diese schönen Automaten so versauen? So Mist. Hallo? Hallo? Okay. Ah, sowas finde ich auch mal fies, irgendwie, wenn sich Räume einfach ändern, indem man einmal durchläuft. Ich doch, Alter. Scheiße. Alter, kriegt mich doch jetzt. Dass die Entwickler hier nochmal so ein paar kleine Stolpersteine eingebaut haben, damit es auch ja nicht irgendwie leichter wird. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Na klar, danke. Total super. Oh, nicht doch, Alter. Oh, wegschaffen, wegschaffen. Ja. Komm, krieg rein, Mann. Oh, ey, ich hab so ein Schwein, ey. Also das hat hier, kann ich euch schon mal gleich sagen, hat nichts mit Skills zu tun. Das ist einfach nur Suppe. Wirklich nur richtig Fettschwein gehabt. Oh. Alter, was mich aber so richtig abnervt, was pimmelt der Typ jetzt hier die ganze Zeit rum? Something went horrible wrong. The crowd in the main hall starts screaming, sounds of violence. I didn't see what was happening. I just run and hide. It's roaming these halls, something evil. It won't be long before it finds me. Ja, shit ist also jetzt hier abgegangen bei euch. Oh! Oh, oh ja. Ach, hei. Ach, hei, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Lord to our deaths. Covered. Oh shit. For eternity. Und wir haben die letzte Barriere geöffnet. Okay. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr weiter runter zu gehen, genau. Aber wir sind wieder da. Und jetzt geht's ab. Oh shit. Oh shit, Alter. Point of no return. Make sure you are done exploring the arcade before proceeding. Ich denke, wir haben alles. I think we got all. So, du hast hier mal ein schönes Ritual durchgezogen. Oh, Feuer ist genau, hat hier nicht sprüht. Oh, Lore Master. Wir haben wahrscheinlich alle Zelle gefunden. I have seen it. The mesmerizing light. And its source at the center. All at once is to feed the lore, the unsuspecting victims into its twisted dimension. The forest is surrounding me. The light is all I can see. Ja.
Scheiße. Ist scheiße, Kumpel, Alter. Kann man nicht anders sagen. So. Und ran an den Automaten. Achso. Boop. Ja! Ja, Mann, Alter! Jawoll! Na, bitte! Wupp. So, das heißt, kann ich mich jetzt wehren gegen den Typen? Wir werden es gleich herausfinden. Oh, okay. Kill the entity. Na denn. Oh, er ist aber schnell. Ah, wo bist du? Mein Boy? Bin ich dein Boy, Alter? Lass mal schön vergessen hier. Was ist denn das? Tetris? Objective. Fragezeichen. Okay. Jetzt sind wir im Automaten. Was jetzt? Soll ich das jetzt hier wegmachen? Ja. Okay, ich bin jetzt bin ich der Janitor. Jetzt bin ich der Janitor. Ah, okay. Ah, eine Wand. Ach, das ja. Oh. Hallo, Key. Ah, sehr nice. Also, prinzipiell ist natürlich das sehr, sehr cool gemacht. Ne? Zieht sich jetzt aber allerdings ein bisschen. Muss man mal so sagen. Aber wahrscheinlich werden andere, oder ihr werdet wahrscheinlich schon wesentlich schneller durch dieses Spiel. Ich bin halt immer relativ slow und sloppy hier irgendwie. So. Cooler wäre noch gewesen, wenn wir jetzt noch so einen Besen gehabt hätten. Hätten wegschrauben müssen. So. Okay. Nice. So, wir machen natürlich alles schön nice und clean hier. Wie es sich gehört. Na, da ist der Anspruch groß. So, vorne war noch eine gelbe Tür. Hier ist noch eine blaue Tür. So, einmal nochmal Erbrochenes in Gang 5 bitte aufwischen. Ah. Gelber Schlüssel. Hier war gelbe Tür. Und wir wischen hier den großen Ruckmops auf. Zeuge. Schön. The Witness. Hat der nur, Alter. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt so los? Oh Mann. Oh, ich hab 11.000 Punkte. Was doch immer das heißt.
So, irgendwie ist mir hier echt nie wohl. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was macht er mit dem Tisch? Komme ich denn jetzt irgendwo irgendwie rein? Ich denke mal, das wird jetzt so nicht funktionieren. Nee. Okay, heißt also, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Von was sollen wir denn Zeuge eigentlich werden? Muss ich auch mal fragen, so um Gottes Willen. So, kann ich das hier wegmachen? Das kann ich wegmachen. Ist aber nicht sehr konsistent. Das eine hielt, das andere nicht. Aber obwohl das auch so ein klassisches Ding von Spielen der älteren Generation war, irgendwie, dass halt manche Sachen einfach auf Teufel komm raus, egal wie sinnvoll es innerhalb eines Spiels war, irgendwie, man konnte es nicht logisch umsetzen. Ich sag mal, Beispiel Resident Evil, du kriegst eine Tür nicht auf, Raketenwerfer raufgeschossen, Tür immer noch zu. Kann ich jetzt hier? Nee, nicht. Okay. Oh. Okay, kann ich jetzt riskieren? Kann ich hier abschießen? Ja, sieht so aus. Oder? Doch, doch. Okay, doch, doch. Ja, Mensch, ja, 500 Punkte gekriegt für. Schön. So, Feuerlöscher raus. Wie, kann ich hier weiter oder was? Kann ich jetzt hier durch? Bin ich tot, wenn ich hier durchgehe? Muss ich aufschießen? Die im Augen anscheinend ziehen. Das ist die Entität. Eieieiei. Stirb! Ich sollte, wenn es geht, nicht um den roten Schein von dem Vieh treten. Oh, genau den. Geht das hier weg? Das weg, Mann! Nur hoppi, hoppi, hoppi. Kann ich von hier schon ballern? Spoken oder was? Lauf, Schlampe, lauf! Okay. Komm wieder ran. Ja. So. Kann man denn von hier noch ein Auge sehen? Ja, da oben, jawohl. Schon raus jetzt irgendwie. Erinnert mich wirklich ein bisschen in Silent Hill jetzt. Frauenküren. Wo?
So, da kommt irgendwo, muss man ein Auge sein hier. Da hinten. Die Sau. Source not found. Platt gemacht. Nein, 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 nein. Okay, wir wurden drin gesaugt. Ja, was denn nun? Jetzt bin ich innerhalb dieses Dings. Schön. Der Tag wird immer besser. Ach, Mann. So, okay, weiter geht's. Okay. Schön. Okay, was? Boah, ist halt wirklich schon sehr skurril, das Spiel jetzt hier. Es ist immer noch wirklich cool und catchy, aber... meine Güte, also die Entwickler... nehmt mal ein bisschen weniger Drogen, Freunde. Oh, das ist doch eklig. So, da ist der letzte Automat. Oder was? Janitor. Hier ist jetzt die Hauptbösewicht-KI drauf, oder was? Become. Hi. Oh shit. Oh nein, Alter. Nein, wir sind in dem Videospiel jetzt gefangen. Oh nein. Oh, ist das fies, ey. Oh, Bad Ending. Oh nein. Krass. Und der nächste kommt schon. Das nächste Opfer kommt. Krass. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Bin ja tatsächlich ein großer Fan von diesen Unhappy Endings. Irgendwie war das halt einfach Become the Janitor. Okay. Ja, fantastisch. Fantastisch. Irgendwie. Es hat richtig Spaß gemacht irgendwie. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, irgendwie holt euch das Spiel, spielt selber. Und wenn euch das Spaß gemacht hat, was wir hier machen, irgendwie unterstützt uns gerne mit einem Like und einem Abo. Und denn, wenn ihr Bock habt, irgendwie sehen wir uns bei unserem nächsten Projekt wieder. Bis dann, ciao.